Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. So, ich weiß aber gar nicht, was ich überhaupt machen soll hier. Mal kurz gucken. Arsenal. Erreiche den Kontrollraum. So, Kontrollraum. Hier ist Werkstatt. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Aber ich mutmaße mal, dass wir hier oben irgendwo hingehen müssen. Sehr schön. Also, wie schaut es eigentlich aus mit... Okay, das haben wir auch. Volle Energie, das ist eigentlich in Ordnung. Stromreaktor, da sollen wir sicherlich hin. Na, Leben 35. Wenn wir schon Leben geschenkt kriegen, einfach so, dann gibt es gleich auf die Mütze, so wie sich das gehört. Oh, und noch eine Leiche. Lieutenant Devin Wayne. Lieutenant Devin Wayne. Da ist er. Deceased. Ansehen. Schlüsselcode Hinweis. Der Torhauskomplex wurde gebaut um... Bababab. Ankunft. Dies wurde. Blabla. Audioprotokoll. Hey, ich habe versucht, Ferris zu erreichen, aber wird vermisst. Musste reagieren. Habe das Tor verschlossen. Sind jetzt alle auf der anderen Seite gefangen. Kommunikation geht wieder, aber Black Iron antwortet nicht. Tja, weil keiner mehr lebt. So, hier ist auch nichts mehr, ne? Ja, dann drücken wir mal ein bisschen. Passiert überhaupt was? Ne, ich glaube, wir brauchen dafür erstmal einen Schlüssel. Und den brauchen wir, um da reinzukommen. Doch. Hä? Verdammt. Ich gehe rüber in den anderen Raum. Ich sag Bescheid, wenn ich bereit bin. Sicherheitsmaßnahme. Macht Sinn. Okay, geh rüber. Ich kümmere mich um den ersten Fall. Versuch nur, dich nicht finden zu lassen. Stromreaktor-Kontrollraum. Ja, wir müssen sie einmal durch den Pulk durch hier. So, dann machen wir jetzt mal wieder. Okay, das war die Geschichte. Nehmen wir erstmal Pistolette oder nehmen wir gleich die Schrote? Na, ich glaube, ich probiere mal die Schrote aus. Hier können wir noch was verkaufen, sehr gut. Bitte treffen Sie eine Auswahl. Ja, ich treffe erstmal die Auswahl, dass ich was verkaufe. So. Schmuggelware-Paket verkaufen. Geil. $800. 800 Credits. Und dann haben wir noch makellose Entschlüsseler. Die können wir auch nochmal verkaufen. Und dann können wir nochmal ein bisschen aufrüsten. Das war die, die wir bauen sollten. Ne? Baue ich die einfach mal? Ich baue die einfach mal. Jetzt lohnt es sich ja wenigstens. Erstmal alle Waffen. Erstmal alle Waffen bauen. Das sieht ja schon mal lecker aus. Das sieht ja schon mal lecker aus. Magazin Upgrade mit hoher Kapazität. Ja, sollte man auf jeden Fall machen. Sehr schön. Dann investieren wir noch ein bisschen was in den Arm, würde ich sagen. Bisschen was in den Arm. Aufstand Schrotflinte, Aufstandsschrotflinte. Guck mal hier, können wir nämlich die Scantflinten und dann gibt es noch die Aufstandsflinte. Mal gucken, was von beiden besser ist. Und erstmal hier. Erhöht die maximale Energiekapazität einer aufgewerteten Primärzelle. Upgrade. Ah. Was ist alles immer so viel Kohle, Mensch? Und wir haben noch über 385. Hier ist nicht so viel. Verbessert die Wiederaufladrate mit experimentellen Verkabelungen. Ja. Stabilität 1200. Na gut, das ist sowieso nicht mehr drin. Kostet 300. Was machen wir da? Stabilität. Oder ein bisschen Munition.
900 Credits, 900 Credits. Nur 10 Aufstandsflinte. Aber ich glaube, ich werde nur mal ein bisschen Munition herstellen. So, da machen wir uns auch noch ein bisschen was. So. Muss erstmal reichen jetzt. So, das ist jetzt unsere neue, ja? Okay, die hat 4 Schuss, wie es aussieht. Ich würde beide ganz gerne mal ausprobieren. Dann probieren wir mal beide aus. Mal gucken, wie die so schön, wie die funktionieren. Ich möchte aber auch nicht zu viel Munition verbraten. Was ich wahrscheinlich gleich sowieso tun werde, davon abgesehen. Ja. Ich sag mal, Munition sparen und dann rotze ich nachher raus wie ein Geisteskranker. Fuhrparkdruckschleuse. Druckschleuse ist nicht gut. Doch gar nicht laut, nein. Ach, dann müssen wir wieder raus. Ah, geht das schon wieder los. Da kommt sogar noch ein bisschen Munition ran. Hätten wir uns gar nicht sehr schön brauchen. Kriegen wir selig gleich Besuch. Gut. Was ist das? Stromreaktor Lift. Empfangsbucht ist 21. Kommen wir da aber auch rein? Eigentlich nicht wirklich, ne? Bisschen mutierter, Herbert. Okay. Dass sie mal mutieren müssen. Oh, die Schrotflinte war schon mal ganz nice. Dann probieren wir die Schrotflinte mal. Aber mit normaler Pistolette kommst du da auch nicht mehr weiter, also wirklich. Ah, hätte vielleicht auch mal nochmal ein Medikit kaufen sollen. Das wäre schlau gewesen. Ich denke mal, die wird nicht so viel Durchschlagskraft haben. Das ist mehr so wie eine
Schrotflintenpistole, sage ich jetzt mal. Da ist schon jemand am Rumeiern. Ich muss durch diese Tore. Die kommen doch da garantiert gleich raus, oder? Da gehen ganz wie von Geisterhand doch plötzlich die Tore auf. Ach nee, guck mal, oder? Wir machen... Na? Sicherung erforderlich. Nee, weißt du was? Wir werden nachher eine Sicherung rausnehmen müssen. Dann gehen die Tore auf. So sieht es nämlich aus. Amion. Wir werden, glaube ich, gleich noch ein bisschen miteinander spielen, mein Freund. Jetzt gibt es nur noch Flintenmunition. Das macht mich glücklich und betroffen gleichzeitig. Das heißt, mit Munition heißt nämlich immer Problem. Bleibst schon da dran. Gehen wir erstmal da rein. Und den Stromreaktor. Stromkontrollraum ist da oben. Da sollen wir eigentlich hin. Was hätte sich was in der Turbine verhakt? Ja, was hätte sich vielleicht in der Turbine verhakt? Was könnte sich denn in der Turbine verhakt haben? So, lösen sich die Probleme Luft auf. Oh, toll. Nein. Wow. Ups. Mist. Ah, falscher Knopf. Oh moin! Hey, lalala. Mist, ja, okay. Ah, ich bin selber. Ich wollte euch nur mal die Todesanimation zeigen, ne? Wie das denn so aussieht, wenn man selber in so einen Häcksler rein. Das sieht so aus. Ja? Wobei ich natürlich wieder doof bin. Ich hätte natürlich die Viecher da selbst reinschmeißen können. Aber es ist wieder so, ich muss erstmal wieder ins Spiel kommen.
Ja, das Ding könnten wir nehmen. Wo bist du? Nein! Nein! Was? Nein! Oh, ich komme den Ding einfach zu nahe, du. Wieder aus Dummheit gestorben. Meine Fresse. Einfach mal ein bisschen gucken. Nein, da muss man wieder freiwillig reinlaufen, sich wieder freiwillig exeln lassen. Mann. Ich gehe mal nach oben. Ich weiß nicht, ob das mein Tod ist. Mach da einen Schlag und dann bist du gleich wieder tot. Mann, ey. Oh, fängt ja schon wieder gut an, der Tag. Also erstmal, wie gesagt, mir fehlt das momentan so ein bisschen. Ich muss nur so ein bisschen reinkommen ins Spiel. Mir fehlt noch so ein bisschen der Flow. Ja, muss mich umsehen. Ja, wir müssen umsehen. Das war ja sowieso schon. Macht er kein Waffenwechsel? Nur 3 Schuss drin, das ist ein bisschen deprimierend. Ah, ich nehme glaube ich doch lieber die mit. Da habe ich ein bisschen mehr Wumms. Sind die da reingekommen? So, nochmal das Ganze. So, komm, Heinz. Komm ran. Nicht zu nah an die Dinger ran hier.
Okay, warum ist der jetzt verreckt? Aua! Aua! Ist doch gut jetzt! Oh, vorsichtig, der geht noch einen Schritt vorwärts. War's das? Hallo? Wo ist mein Zeug? Wo sind meine Geschenke? Schön, wir mal ein bisschen Energie. Sieht momentan nicht so wirklich gut aus. So, nutzen. Das ist schön und gut, aber... Oh, hier ist Energie. Ja, sehr gut. Allerdings plus 35 Leben. Da kann ich zumindest schon ein bisschen mal mit anfangen. Zu viel Alarm hier. Auch keine Energie sonst. Aber wenn wir gleich keine Energie kriegen, dann sehe ich so ein bisschen schwarz für den Rückweg. Aber, oder auch nicht. Bitte treffen Sie eine Auswahl. Ja, bitte treffen Sie eine Auswahl. So, dann kaufen wir erstmal ein bisschen was. Erstmal ein bisschen was hier zum Heilen. Das kaufen wir erstmal. Alter, das war aber knapp 505. Oh, perfekt. Auch wenn ich einen kaufen muss. Eigentlich war es nicht so Sinn der Sache, aber nützt ja nichts. Oh, kostet 500, ey. Boah. Aber nützt nichts, sonst kommen wir nicht voran. Sonst haben wir gleich wieder Geburtstag. Was soll ich jetzt machen? Hier soll ich mich schon rumspielen? Muss ich da auch noch irgendwo? Ne. Dann spielen wir hier ein bisschen rum. In 3, 2, 1. Okay, ich wende die Raupe. Wir treffen uns drauf. Ich will's hoffen. Ich will's auch hoffen. Ich finde da nie auf dem Vorplatz. Ich hoffe, dass wir da lebendig ankommen. Oder dass da nicht lebendig ankommen. Wenn du das sagst, mein Freund. Ich bin noch am Leben. Naja, gut, noch. Und er ist auch noch garantiert irgendwo am Leben. Der sitzt noch in so einer. In so einer Box sitzt er irgendwo und schmiedet seine Pläne. Entschlüsseler, okay. Entschlüsseler? Kann man das Ding auch verkaufen? Ich hoffe doch. Ansonsten ist hier nichts, ne? Keine Spritze, kein nix. Schade. Das Medikit wäre noch fein. Ja. Oh, nein.
Ja. Wo zum Teufel ist sie? Da gehen wir lieber auch Nummer sicher. Da sind garantiert 2, 3 unangenehm. Lieber auch Nummer sicher. Ups. Oh, siehste. Das war ja wieder klar. Mindestens eine ist da noch. Ups. Ja. Waffenwechsel brauchen wir noch so elend lange. Wo ist eigentlich die andere Leiche hin? War das die hier? Nee. Ja, doch. Minion? Na, mal sehen, krieg ich das vielleicht mit? Von meinem Glück sind das garantiert. Mist. Oh, hoffentlich hast du Medikit dabei, mein Freund. Ein Medikit brauche ich dringend noch. Das wird gleich eine knappe Nummer. Ups. Ach, klar. Scheiße. Oh, hier haben wir ein bisschen Heal. Sehr gut. Ah, die kleine Schrotflinte ist auch schon ziemlich geil. Ich wollte gerade sagen, das kommt. Ey! Kommt da jetzt noch angerollt. So. Hier haben wir alles, ne? Die haben weggefluckt. Ja, ich muss noch sammeln. Ja. Da kam doch gerade noch einer angerollt, oder? Und jetzt nach Hause. Ich erkenne nichts da draußen. Also. Verdammt, halt die Klappe. Was ist dein Problem? Sei still. Wir sind gleich da. Zum Hangar geht's dort lang. Ich weiß. Gut. Wo fährst du hin? Woanders hin.
Toll, wieder irgendwelche Umwege für irgendwelche Spezialisten. Was? Wait. Hey! Hey! Hey, komm zurück! Ah, wieder irgendwelche Spezialaufträge. Oh mein Gott. Das ist mein Schiff. Hey, Danny! Was macht ihr hier? Ich muss das mit eigenen Augen sehen. Was mit eigenen Augen sehen? Danny! Wo zum Teufel willst du hin? Ah, wegen so ein bisschen Loot. Hier, guck. Ey, muss hier alles voll sein mit Loot für uns. Max Barrow. Max Barrow. Kommen wir zum Lagerraum, ne, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Kann sie doch gar nicht gewesen sein. Offensichtlich schon. Aber so, halt ich sowas. Zwischenzeit reißt du dich zusammen. Irgendwer muss uns hier rausfliegen. Komm jetzt, wir gehen. Ja, wir wissen auch wirklich noch rein gar nichts. Ne? Wir wissen nicht, warum die ganzen Zombies da sind oder diese Mutierten. Wir wissen nicht, was wir dort für eine Rolle spielen, weil sie ja sagte, wir wissen auch mehr, als sie zugeben wollen. Aber es geht schon wieder um Medikamente, ne? Und JC Biokampfstoff. Hm? Von Europa hierher verfolgt. Zu meinem Schiff? Das dachte ich mir. Biokampfstoff. Das ist vielleicht ein Biokampfstoff. Naja, wer weiß. Vielleicht ist es ein Biokampfstoff, der die Gegner zu Zombies macht und dass sie sich gegenseitig auffressen. Verdammt. Der Kontrollraum ist direkt vor uns. Mach dich bereit. Bereit.
Sterben ist keine Option. Genau, du wirst dafür irgendwas gebraucht. Erstmal ein bisschen umschauen. Ein Schlüssel. Ich hoffe, dass wir den gut verkaufen können. Viel mehr ist hier aber auch nicht. Max, dich nicht vortrauen. Ladies first. Toll. Wo bleibt ja die Gleichberechtigung? Warum hast du das mit der Leibes gemacht? Ich war im Stress. Hatte keine Zeit, auf den Datentransfer zu warten. Ich muss alles darüber wissen, was hier vor sich geht. Aber du hast es einfach rausgerissen. Als hättest du nicht schon dasselbe getan. Bei jemandem, den ich kenne. Kanntest du ihn wirklich oder hast du ihn nur zur Flucht benutzt? Ja. Das Schiff wartet im Orbit. Ich aktiviere den Fernruf. Ich guck schon mal in der Kiste nach. Wir können den Aufzug im nächsten Raum nehmen, um aufs Landungsdeck zu kommen. Ja, und da sind wir losgeflogen. Ich erinnere mich. Schön. Oh, Gesundheit sind die. Hey, drängeln die so? Hauen wir uns erstmal einen rein, oder? Na, warten wir lieber noch ein bisschen. Doch noch mal ein bisschen Energie sparen. Jetzt hätten wir die Roboter gut brauchen können. Schau dich um. Vielleicht findest du was. Ja. Mein Plan. Ist wieder schon zu viel Platz hier. Da vorne ist was. Caitlin Mahler, Verschiffung. Neue automatische Aufnahme. Caitlin, was? Caitlin Mahler, die ist das? Okay. Nee. Welche war denn das jetzt? Mahlers Erinnerung? Verschiffung, ah, das ist neu. Was zur Hölle hat Cole vor? Proben, die in modifizierte Gamma-2-Frachtcontainer verladen wurden? Dachte er, der Einsatz von zivilen Auftragnehmern würde irgendwie verhindern, dass ich es herausfinde? Wahnsinn. Ja, aber das ist ja so das, ne? Diese Medikamente wurden wieder verschifft von irgendwelchen kleineren Schiffen, von kleineren Lieferanten. Da reden wir hier wieder natürlich, ist doch klar, wieder über Medikamente. Über irgendwelche dubiosen Experimente. Ist doch mal das Gleiche. Meine Prise. So, kann man aus euch... Ah, okay, die Roboter haben auch nicht so viel gerissen. Man würde von Security-Robotern, glaube ich, ein bisschen mehr erwarten, als dass sie sich verprügeln lassen von irgendwelchen Humanoiden. Selbstdiagnose initiiert. Wir sollten zum Flugdeck hoch. Na, dann gehen wir mal. Scheiß, der hier abgeht. Sowas habe ich schon mal gesehen.
Auf Europa. Europa? Die Nachrichten behaupten, dass ihr das wart. UJC-Propaganda. Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Wie bei mir und der Fracht, die ich transportiert haben soll. Vielleicht. Ich würde es gern glauben. Oh, großes Areal, nicht gut. Deswegen machen wir jetzt mal ein kleines Päuschen.